war ich letztens bei meinem Vater und habe da gesehen, dass der einen anderen Textmarker hat. Also prinzipiell genau dieselbe. Bloß die gehen so ein bisschen zusammen, als wäre das irgendwie eine Creme oder irgendwie sowas. Und die sind so neonfarben und dadurch sieht man die besser im Buch und die schleiern nicht so mit. Also ich weiß nicht, wenn ihr das aus dem Buch oder wenn ihr was selber geschrieben habt, auch schon mal gesehen habt, dass ihr, wenn ihr was markert, dass der manchmal so die Farbe, wo gedruckt, aus der das Buch gedruckt wurde oder wo ihr geschrieben habt, so dass die dann so mitgezogen wird und es sieht immer irgendwie scheiße aus. Und dann habe ich mit denen erstmal geworfen und habe den mit zu mir genommen und habe die alle Marke jetzt erstmal verbannt, wobei die vorher eigentlich auch alle gut funktioniert haben. Jetzt müsst ihr euch mal reinziehen. In meinem Wahnsinn jetzt so gerade, ja. Also, als ich denn dabei war, mir jetzt hiervon direkt welche zu bestellen. Also, ich habe das Ding jetzt gerade wieder gesehen, weil ich jetzt das Buch weitermache und denke direkt daran, von wegen, alles klar, Alter, für 10er kannst du ja da 5 so eine Dinger bekommen, kannst ja gleich heute bestellen und sowas. Vorher hätte ich ja so ein Blödsinn, gar nicht gedacht. Ich hätte einfach die Marker weitergenommen, die hinten sind, oder mir mit dem Kugelschreiber meinetwegen auch die ganzen Sachen, die ich dann da markiert haben will, weiter irgendwie ausgekennzeichnet. So, damit erster Teil vorbei. Zweiter Teil ist irgendwie, dass ich ich sag mal, so ein Schaden jetzt bei sowas habe. Also nicht so den Schaden irgendwie so, das ist eher so ein. So Standschäden wie bei einem Auto. Ich sitze zu Hause und denke über irgendwelche Kleinigkeiten nach. Und nur weil ein Marker ein bisschen heller ist als der andere, denke ich dann, oh, alles klar, ist ja ein Zehner wert. Das sollte ich mir mal kaufen. Obwohl das absoluter Blödsinn ist. Wir müssen irgendwelche Sachen von irgendwelchen Marken sein, die ich vorher schon mal benutzt habe. Und dann ist es ja auch günstiger, immer größere Mengen zu kaufen und sowas. Und ich habe über sowas früher nie nachgedacht. Und ich sag euch das so, wie es ist. Je länger ich hier die ganze Zeit gefangen bin, also prinzipiell, dass ich jetzt hier drin bin, das ist nicht so wild, aber dass ich nichts mehr machen kann. Oder nur noch sehr eingeschränkt, sagen wir es besser so. Ich verblöde immer mehr. Ich mache immer sinnlosere Sachen. Ich meine, ich habe letztens ein Kochbuch komplett auseinandergenommen. Einfach so. Hab mir dann meine Lieblingsrezepte irgendwie rausgesucht und hab die dann alle wieder eingeklebt in so ein größeres Notizbuch. Wollte gerade Wörterbuch sagen. Nur wegen so einem Scheiß, was überhaupt keinen Hintergrund hat, wäre ich gerade bereit gewesen, 10 Euro auszugeben. Ich muss echt was anderes machen. Muss gucken, wie ich das in den Griff. Also, es klingt so ein bisschen blöd, aber wenn ich dann irgendwie anfange, Geld auszugeben für irgendwas, was ich gar nicht brauche, was vielleicht wenn alle anderen nur von leer sind, dann kaufe ich mir den. Aber ich habe erstmal auch bestimmt 10, 15, 20 Stück irgendwie hinten. Ich weiß gar nicht, warum ich euch das jetzt gerade erzähle. Ich habe heute schon den ganzen Tag irgendwie so ein Ding. Aber das kommt jetzt irgendwie häufiger. Ich glaube nicht mal, dass was mit dem Kreis zu tun hat. Das ist irgendwie so ein Lagerkoller. Okay, sorry.